aufgewachsen in einer Familie, in der Kunst und Kultur nicht nur gepflegt, sondern auch geschaffen wurden, erlebte ich in meiner Kindheit und Jugend viel Schönheit, viele schöne Dinge, Dichterlesungen im Haus, Theaterbesuche, Konzertbesuche und vor allem erlebte ich Malerei. Die Aquarelle meines Vaters beeindruckten mich und die feinen Blumenaquarelle meines Großvaters fand ich wunderschön. Natürlich war die Jugend auf der einen Seite auch sehr streng und sehr hart und sehr geprägt von den Kriegserlebnissen. Aber zu Hause hatten wir schöne Stunden und schöne Zeiten, die die Brücke für mich waren zu meinem jetzigen Leben und der Liebe zur Kunst. Ich malte und zeichnete und bezeichnete und bekritzelte auch alle meine Schulhefte mit kleinen Figuren, was den Lehrer gar nicht begeisterte. Jedenfalls war es mein Berufswunsch, mein Ziel, soweit man das als Kind auch so formulieren kann, Malerin zu werden. Meine Eltern suchten eine Möglichkeit, einen Broterwerb daraus zu machen. Und so bekam ich die Möglichkeit, die Gelegenheit, mich auf der Berufsoberschule in Nürnberg zu bewerben. Es war eine strenge Aufnahmeprüfung, 120 Bewerbern. Diese Ausbildung dauerte 4 Jahre lang, den ganzen Tag, und abends bekamen wir noch Hausaufgaben, Dinge zu entwerfen, zu entwickeln für alle möglichen Firmen, Buchumschläge, alles Mögliche war dabei. Nach der schweren Abschlussprüfung, die eine ganze Woche lang täglich 8 Stunden dauerte, wurde ich als Grafikerin ins Leben entlassen. Euphorisch suchte ich einen Job und bekam keinen. Weil in Nürnberg so viele Grafiker diese Abschlussprüfung bestanden hatten, eben 20, und dafür ist Nürnberg doch eine kleine Stadt. Also bewarb ich mich auswärts für Aufträge, was eine mehr oder weniger frustrierende Situation war. Aber eigentlich war ich ja auch ganz froh darüber, denn eigentlich wollte ich ja Malerei lernen. Und so nahm ich Abendkurse bei Professor Hans Wiedemann, der unheimlich dynamisch und farbbegeistert seine ganzen Geheimnisse seinen Schülern preisgab, was sehr selten ist, wenn man an Kursen und Schulungen teilnimmt. Es war mir klar, dass ich mich in einer Kunstakademie bewerben sollte. Tat dies auch in der Akademie in München, bestand die Aufnahmeprüfung und ging im Herbst zu Beginn dieses ersten Semesters erwartungsvoll mit einer großen Mappe die Stufen hoch zur Akademie in München und war dann nach einigen Stunden dermaßen frustriert, dass ich mich entschieden habe, einen anderen Weg zu suchen, um dem Geheimnis der Malerei auf die Spur zu kommen. Ich musste andere Wege finden. Einer der Wege führte mich nach Trier, auf die Europäische Akademie. Ein anderer Weg auf die Sommerakademie nach Salzburg. 6 Wochen hintereinander nur Malerei, sehr intensives Arbeiten. Wunderbar waren Malreisen, an denen ich teilnehmen konnte, Plenärs in Tschechien, Frankreich, Deutschland. Viel habe ich gelernt durch das soziale Miteinander und Erklären und Helfen anderer Künstler. Um die Situation in den Griff zu bekommen, Kinder, Haushalt und Kunst, Kinder zu erziehen, zu formen, Bilder und Kunst zu formen, griff ich zur Batik. Da gibt es Arbeitsabschnitte. Nach jedem Trocken- und Auswaschprozess muss das Teil, ich machte nur Bilder, keine Gebrauchsbatik, trocknen. Und diese Unterbrechungen, die waren sehr förderlich für das ganze Familienleben. Also machte ich Batikbilder, große Batikbilder und verkaufte. Und verkaufte, machte viele Ausstellungen. Und im Hintergrund hörte ich immer Worte eines sehr verehrten älteren Künstlers, der nicht wusste, dass ich meine Batik gut verkaufe, der das vorher mit mir besprochen und gesagt hatte:
Gute Kunst verkauft sich schwer, aber ich verkaufte. Ich verkaufte kleine und große und riesenbartig Bilder. Gute Kunst verkauft sich schwer. Und ich wollte gute Kunst machen. Also hörte ich eines Tages fast in einem Gewaltschritt auf, Batikbilder zu machen und widmete mich wieder der Malerei. Zunächst ein schwerer Schritt, denn bei der Batik war es nicht möglich, Ferne, Tiefe darzustellen, in der Malerei wohl, aber auch nur mit der entsprechenden Technik, mit dem entsprechenden Können. Und daran arbeitete ich, bis ich begeistert Ferne, kilometerweite Bergketten, entfernte Bergketten und nahe Pflanzen oder Menschen darstellen konnte. Dann kam der Schritt zur freien Malerei, denn selbst hatte ich keine Lust, meine gegenständlichen Bilder, Aquarelle, seien es Aquarelle oder Ölbilder, in unserem Zimmer aufzuhängen. Also widmete ich mich der freien Malerei. Auch wieder ein Umbruch, der schwer war. Wochen und Monate kostete, wirklich frei, ohne Vorbild zu arbeiten. Ich suchte nach Hilfe, um zur freien Malerei zu kommen. Denn in Ausstellungen war ich begeistert von den Impressionisten, ja, aber besonders von den Malern, die sich der freien Malerei gewidmet hatten. Ich suchte Lehrer, ich suchte in Büchern, ich suchte bei Menschen und ich fand den Zugang zum Kunstimpuls Rudolf Steiners und kaufte mir das Buch Kunst und Kunsterkenntnis. Ich war sehr aufgeregt, als ich das Buch nach Hause brachte, suchte mir einen ruhigen Moment und schlug das Buch irgendwo in der Mitte auf. Und die ersten drei Sätze, die ich las, die hatten sich mir tief eingebrannt. Man könnte sagen, in der Kunst gibt es zwei Todsünden. Das reine Abbilden der Natur, das ist das, was ich gelernt hatte. Oder das reine Abbilden der Idee. Das war genau das, was ich wollte. Es zog mir den Boden unter den Füßen weg. Und es kostete mich Wochen und Monate, um zu erleben, dass sich in jedem Menschen, in mir natürlich auch, ein der Außenwelt ebenbürtiges Reich befindet und das sich gestaltet und formt, wenn ich Farbe auf einen Malgrund auftrage. Es gestaltet und formt sich das, was ich bin, das, was ich fühle, das, was ich sehe, das, was ich höre und wird zum Bild. Ein unglaubliches Glückserlebnis, dieses erste gegenstandslose Bild fertig betrachten zu können. In der Sommerakademie in Salzburg begegnete ich den Erdfarben. Es war ein großes Erlebnis. Fortan sammelte ich Sand und Erden, das sind unterschiedliche Materialien, in den allermöglichsten und unmöglichsten Situationen. Auf Ägina zum Beispiel gibt es Farben von der roten intensiven Erde bis zum weißen Erdreich. Kein Sand, sondern Erde. Die Erde in Kunst zu verwandeln. Ein unglaubliches Erlebnis. Und dann erfand ich etwas, was es seit Menschengedenken gibt, aber ich habe es wirklich selbst erfunden, nämlich eine Art Putz herzustellen, den ich auf Pappe oder Leinwand aufstreichen konnte, in den ich ritzen konnte, den ich formen konnte, als Untergrund, als Struktur für meine Malerei. Ein Beispiel ist dieses Bild hier. Und auch das wurde wie eine Art Sucht. Ich konnte gar nicht aufhören, verschiedene Formen, verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren. Was sieht gut aus? Was ist machbar? Was ist möglich? Thank you.
Malerei und Kunst bezogen, weiß ich viele Höhepunkte in meinem Leben. Einer der Höhepunkte war eine Ausstellung im Castell'Arquato in Italien, 30 Kilometer südlich von Mailand. Dann begann ich Malreisen ins Leben zu rufen nach Griechenland. Auch diese Reisen waren so voller Lebensfreude und wunderbare Erinnerungen. In den Farben des Himmels und der Erde neue Formen, in den Rhythmen des Lebens neue Farben zu entdecken, ist mein künstlerischer Weg. Die Suche nach Balance zwischen Farben, Formen und Rhythmen, mein künstlerisches Anliegen. Malerei ist immer Philosophie. Ein Bild erschaffen aus dem Nichts ist Lebensraum und Sehnsuchtstraum.